Ja, hallöchen. Herzlich willkommen zur 55. Folge von Hard Economic Don hier im American Truck Simulator mit den Hard Economic Mod von Herrn Klaas. Oh, klappt immer noch nicht. Ja, immer noch an diesem Blödmannsberg hier, hätte ich was gesagt. Hammerhart, hammerhart. Einzelne Gänge sind das. Einzelne Gänge. Aber das war auf jeden Fall der steilste Berg, den wir bisher erlebt haben. Das war mit Abstand der steilste Berg, den wir bisher erlebt haben. Aber sonst geht's oder was? Mit einem Tanker. Komplett neben der Mütze, oder? Komplett neben der Mütze. So, 3.15 Uhr ist übrigens unsere Fahrzeit rum, ne? Das heißt, jetzt in 2 Stunden. Jetzt müssen wir jeden Moment die Provinz wechseln, raus aus British Columbia, rein nach Alberta. Alberta
mit 661.000 Quadratkilometern die sechstgrößte Provinz Kanada. Die existiert als solche seit 1905. Hauptstadt von Alberta ist Edmonton. Und Alberta hat, obwohl es fast doppelt so groß ist wie Deutschland, gerade mal 4,3 Millionen Einwohner, was eine Einwohnerdichte von 5,9 pro Quadratkilometer ausmacht. So, haben wir Stoppschild gehabt. Ja, Amtssprache übrigens Englisch hier in Alberta, ne? Hatte irgendwo da vorne, ja, das dauert noch. Das dauert noch, bis unser Parkplatz kommt. Ich hätte mir schon was, rausgesucht, parkplatzmäßig, pausenmäßig. Jetzt kommt die Grenze. Ja. Und damit nun offiziell herzlich willkommen in Alberta. Oh, das wird eine Punktlandung auf dem Parkplatz. So, bitte nicht wundern, dass es jetzt 4.05 Uhr ist, wir müssen eine Stunde abziehen, gell?
Denn mit Alberta haben wir offensichtlich nicht nur eine neue Provinz erreicht, sondern sind ja tatsächlich auch in der anderen Zeitzone, der Mountain Daylight Time nun. Losgefahren sind wir in der Pacific Daylight Time. So. Ich lasse noch kurz laufen, während ich das Logbuch schreibe. Also müssen wir eine Stunde abziehen, ne? 3.15 Uhr ist es jetzt. Das heißt, wir haben jetzt wirklich akkurat 11 Stunden Driving Time hinter uns. Wir gehen jetzt in den On-Duty Mode allerdings, nicht in den Sleeper Berth. Denn wir wollen den Tankvorgang einleiten. $3,14 ist ganz okay. So, schwarzes Diesel. In Oregon ist er gerade noch etwas günstiger, der Diesel. Ist er bei $3,03 pro Gallone. Ja. Aber da haben wir ja, hätten wir bei weitem nicht so viel reingekriegt, wie wir jetzt reinkriegen, ne? Ist klar. Wo wir auf keinen Fall hätten tanken dürfen, ist ja die Provinz, wo wir gerade herkommen, British Columbia. Da kostet der Diesel gerade über $4 die Gallone. So, jetzt haben wir erstmal wieder voll getankt. Und ja, stellen wir uns da drüben mit hin, ne? Also das schreibe ich jetzt nicht mehr als Fahrzeit auf, gell, das Rumgeier hier. Ist das ein Kühler da vorne? Sieht so aus, ja. Das auch. Da steht hier noch einer. Das ist ein Box-Trailer. Ach, der ist aber auch so laut. Ist auch ein Box-Trailer, wie es aussieht. Okay, ist ja egal. Dann ist es ja egal. Der war auch. Alles nur Box-Trailer. Wegen der Lärmbelästigung in der Nacht. Verstehen Sie das? Meine Damen und Herren. So, Arm frei. Naja, da schreiben wir jetzt noch bis 3.30 Uhr Dings auf. Und Duty Time, und dann ist das Blatt hier quasi für beendet erklärt. Und dann gehen wir dann hier in den Sleeper Berth. Ich will dann noch alles aus hier, aber jetzt machen wir erstmal ein Päuschen. Moin, Mittwoch früh, 4 Uhr. Ich würde sagen, wir lassen die Kollegen ein bisschen schlafen, ja? Machen wir eine leise Abfahrtskontrolle. Leise heißt ohne laufenden Motor oder mit abgeschaltetem Motor. Also, Schläuche sind dran, ne? Blinker funktionieren, Reifen sind in Ordnung. Stützen sind oben, Kurbel eingerastet. Zugmaschine leuchtet und blinkt auch alles. Ist richtig angenehm, ne? So, wenn der Motor nicht läuft. Hier ist auch alles okay, jawohl. Das sieht gut aus. Dreiachsauflieger hier. Alles in Ordnung. Alle Reifen noch dran, alle Räder noch dran, alle Radmotoren noch dran.
Hinten leuchtet und blinkt auch alles. Ja, was mir übrigens, kann ich ja während ich hier gucke, euch erzählen, mir gerade eben noch eingefallen ist. Wir hätten, glaube ich, sogar gestern noch ein bisschen länger fahren können. Weil wir sind ja in Kanada und hier gelten ja kanadische Gesetze. Also nicht nur 11 Stunden Fahrzeit am Tag, sondern ich glaube, in Kanada darfst du, jetzt müsste ich lügen, 13 oder 14 Stunden fahren. Das ist dann nochmal ein Zaun schärfer. Ich glaube, wir hätten dort theoretisch sogar bis zur Umladestelle fahren können. Das wäre natürlich geil gewesen, gell. Aber na gut. Ja. Was soll's? Ich mache mit euch trotzdem jetzt noch die Auswertung vom gestrigen Tag, ja. Wenn ich den Zettel kriege. Gestern also was amerikanische Gesetze angeht, voll ausgereizt, ne, die Fahrzeit. Fangen wir mal an, Off-Duty waren wir gar nicht. Sleeper Berth hatten wir insgesamt 12,5 Stunden. Weil wir ja von Montag auf Dienstag länger Pause gemacht haben, habe ich übrigens heute wieder gemacht, von Dienstag auf Mittwoch. Also 12,5 Stunden Sleeper Berth, 11 Stunden Driving Time. Also wie gesagt, Fahrzeit ist genau am Maximum, so viel, wie man fahren darf in den USA. Und Duty-Zeit waren gerade mal 0,5 Stunden, halt früh eine Abfahrtskontrolle und dann abends hier den Tankvorgang. Ne? Und ja, insgesamt hat er auch 24 Stunden gehabt. Surprise, surprise, 11,5 Stunden Arbeitszeit. An diesem Tag, in dieser Woche sind wir bei insgesamt 21,75 Stunden Arbeitszeit. Es verbleiben für die restliche Woche 48,25 Stunden Arbeitszeit. Ja. Gefahren sind wir gestern im Übrigen 481 Meilen, umgerechnet 774 Kilometer. Ja, es war eigentlich ein bisschen mehr erwartet für die 11 Stunden Fahrzeit, aber wir hatten ja diesen höllischen Berg da kurz bevor wir aus British Columbia raus sind. Das war schon ganz schön heftig. Heute, ja, 4 Uhr Pre-Trip Inspection, ja. 4.15 Uhr geht es dann hier in die Fahrzeit über. Und da geht es hier hoffentlich seinen Gang. Ich denke mal, 2,5-3 Stunden sind wir am Ziel. Ja, 2,5-3 Stunden. Wenn wir von 3 Stunden ausgehen, ist es 4, 5, 6, 7, 7:15 rum. Also 7.15 Uhr. Spätester Upload-Termin ist 11.15 Uhr. Also wir sollen zwischen 4.30 Uhr und 11.15 Uhr dort sein. Vier Uhr dreißig lehne ich ab. So. Kommt ja tatsächlich auch noch was. Wir waren hier übrigens. Wir waren hier übrigens gerade in Lake Louise, ne? Das habe ich vergessen aufzuschreiben. Euch zu sagen. Aufgeschrieben habe ich es nämlich ins Logbuch. Weil wenn wir hier im Truck Simulator auf die Karte schauen, das sind wir
so auf dem halben Weg zwischen Golden und Calgary. Und da habe ich mal bei Google Maps geguckt. Und das könnte Lake Louise sein, wo wir gerade waren. Ist zumindest so gleich hinter der Grenze zwischen BC und Alberta. Wie so ein kleines, ja, Dörfchen. Wobei da auch schon, also Skigebiete gibt es ja, und wie gesagt, Tankstellen, Hotels, also schon sehr auf Tourismus ausgelegt und auf Durchreise, so wie es ausschaut. Ja. Ist mir gerade eingefallen jetzt beim Rausfahren aus der Tankstelle, als ich nochmal gelesen habe, dass das Petro Kanada ist, die Tankstelle. Also hier im Spiel, und das ist auch in Lake Louise tatsächlich eine, Petro Kanada. Oder Petro, nicht Petro, Petro. Wahrscheinlich von Petronas abgeleitet oder so. White Station. Oh, man sieht aber keinen hier. Soll mir recht sein. Immer Feuer. $171 haben wir jetzt noch auf dem Konto, habt ihr das schon gesehen? Schwierig, ne? Es ist schwierig. Müsste ich mir dann bei Gelegenheit nochmal mich hinsetzen und mal durchrechnen hier, ob die Tour jetzt eigentlich so lukrativ war. Kommt mir nämlich fast nicht so vor. Gut, wir haben jetzt auch voll getankt, ne? Am gestrigen Tag, aber trotzdem, wir kriegen ja nachher $1.300 für die Tour.
Wir sind ja seit Montag unterwegs mit der Tour. Das müsste mal so. Mittwoch früh über 2 Tage, jetzt kannst du sagen, etwas mehr wie 2 Tage. 1300 Dollar. Obwohl. Obwohl, könnte eigentlich doch. Könnte klappen. War halt dumm, dass wir zu spät dran gedacht haben, oder dass ich zu spät gedacht habe, dass wir in Kanada längere Fahrzeiten haben. Da hätten wir vielleicht noch Dienstagabend abladen können. Das wäre natürlich noch geiler gewesen. FedEx heißt die Bude. Wir müssen zu FedEx. Schön durch die Wohngebiete hier, herrlich. Oh, wird schon grün. Oh, wir haben nichts gesagt, bummelt, nicht, dass es wieder rot wird. Das ist so. Dann ran ans Dock. So, nicht gegen die Wand fahren. Das können wir besser.
Nur, genau. So. Das muss ich nur noch sehen wegen der Zeit. Ne? 6.30 Uhr waren wir hier. Stimmt aber nicht, war ja 5.30 Uhr. Wir sind eigentlich nicht 4 Uhr losgefahren, sondern 3 Uhr. Muss ja alles eine Stunde zurückdrehen, ne? Das muss ich noch korrigieren im Logbuch. Also 5.30 Uhr waren wir hier. Das muss ich noch im Logbuch korrigieren. Mache ich dann noch. Habe ich nicht dran gedacht, aber die Zeit ja eine Stunde zurück. So, Männers. Ich lade ab. Nächste Folge geht's hier weiter, ne? Mit einer neuen Tour hoffentlich. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, abonniert, kommentiert, was das Zeug hält. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, falls schon rechts. Grüßt die Leute. Macht's gut. Ciao.